Deine Bettwäsche und Handtücher kommen nicht trocken aus deinem Waschtrockner raus? Das kann mehrere Gründe haben und in diesem Video zeige ich dir 5 Tipps, worauf du achten solltest. Um deine Wäsche schön trocken zu bekommen, solltest du die maximale Füllmenge beachten. Denn ein Waschtrockner hat grundsätzlich mehr Kapazität zum Waschen als zum Trocknen. Als Beispiel hat ein 8:4 Kilogramm Waschtrockner die Kapazität 8 Kilogramm Wäsche zu waschen, jedoch nur 4 Kilogramm Wäsche zu trocknen. Was heißt, dass du bei einem vollen Waschgang bei 8 Kilogramm die Hälfte nach dem Waschen rausnehmen solltest zum Trocknen, damit die andere Hälfte schön trocken bleibt. Beachte, dass die maximale Füllmenge je nach Programm unterschiedlich ist. Schau also in der Gebrauchsanleitung nach, wie viel Kilogramm Wäsche du je nach Programm trocknen kannst. Besonders solltest du beim Non-Stop-Programm aufpassen, denn das läuft zwar sehr schnell, aber funktioniert nur für eine sehr kleine Füllmenge. Grundsätzlich kannst du dich daran orientieren, dass es nur so für 5 T-Shirts reicht. Für ein noch trockeneres Ergebnis solltest du deine Wäsche nach dem Waschen mit hoher Geschwindigkeit schleudern lassen. Grundsätzlich kannst du dich an die Regel halten, je mehr Umdrehungen dein Gerät pro Minute schafft, desto trockener wird deine Wäsche am Ende. Die meisten Geräte schaffen hierbei um die 1400 Umdrehungen, aber es gibt auch Geräte, die bis zu 1600 Umdrehungen schaffen. Um Handtücher und Bettwäsche optimal trocken zu bekommen, solltest du die Option extra trocken auswählen. Beachte hierbei, dass dieses Programm etwas länger dauert als normal und ob deine Wäsche wirklich dafür geeignet ist. Ein sauberer Waschtrockner trocknet immer am besten. Führe deswegen immer mal wieder ein Trommelreinigungsprogramm durch, damit dein Sensor sauber bleibt. Im Gegensatz zu einem Trockner verfügt ein Waschtrockner über kein Flusensieb, das du nach jedem Trockengang reinigen musst. Die Flusen werden hierbei einfach den Abfluss runtergespült. Achte jedoch darauf, dass du den Abfluss regelmäßig reinigst. Dafür öffnest du die vordere Klappe an deinen Trockner, nimmst den Filter raus, spülst ihn gut aus und fängst den Schmutz mit einem geeigneten Gefäß auf. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.